5 Gegner. Das ist schon lange her, dass wir so wenig Gegner umgebracht haben. Was mit dir? Du bist schneller und du grölst rum in Smileys. Du bist ein Magier. Nö. Du. 150 Gold reicht für gar nichts. Wir laufen einmal weiter. Mir ist gerade noch ein Nebeneffekt aufgefallen. Dadurch, dass wir durch das Blutequipment weniger Lebenspunkte haben, also Max, kriegen wir auch pro Hähnchenkeule zum Beispiel weniger Lebenspunkte zurück. Die sind nämlich an unsere Lebenspunkte gebunden. Ich glaube, eine Hähnchenkeule sind immer 10% der Lebenspunkte, die man haben kann. Das heißt nicht nur, dass wir weniger Lebenspunkte haben, wir kriegen auch weniger Lebenspunkte zurück. Dafür kriegen wir halt mit jedem Schlag Lebenspunkte zurück. Das ist doch komplizierter, als ich dachte. Aber ja, es müsste immer noch gut sein. Also das Blatt-Equipment. Man muss halt nur noch ein guter Spieler sein und daran hapert es noch ein wenig. Aber das kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. Wir haben einen Boss jetzt schon umgebracht. Das hätte ich echt nicht gedacht, dass so schnell passiert. Fehlen noch 3. Und wir können uns halt langsam in neue Gebiete wagen. Wenn wir dann einen Held haben, der einen guten Run hat. Oh, neues Schwert. Nee, neue Fähigkeit. Stärke plus 1. Das hatten wir bisher noch nie zuvor gehabt. Und auch in den 40 Leben, die ich gespielt habe, bevor ich das Let's Play angefangen habe, hatte ich das noch nie gehabt. Erst jetzt, nachdem wir den Boss gekillt haben, haben wir es vielleicht freigeschaltet, zu sagen. Das wäre ja auch interessant. Stirb, stirb. Das macht das Ganze ja doch schon ziemlich einfach. Weil ein Stärkepunkt mehr kostet mal eben richtig Kohle. Normalerweise. Und da kriegen wir es umsonst. So, du warst stirb. Gold, 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 Gold. Alternativ könnte es an das Level gebunden sein. Also wenn man oft genug stirbt, erhöht sich ja das Level. Und dann merkt das Spiel irgendwann, oh, der Spieler hat da ein Problem. Geben wir ihm dafür doch mal dies und das. Fair nachvollziehbar. Und ich mag den Dreifachsprung. So, noch mehr Gold. Warte mal, also das da oben ist der Architekt. Das hier ist die Trainingspuppe vom Anfang. Das hier ist die Verzauberin. Das da könnte der Schmied sein. Das ist der Typ, den wir gesehen haben bei dem Glücksspielding. Aber der da und die da, weiß ich noch nicht. Ach so, und der hier oben. Mal gucken. Das Spiel hat bestimmt noch einiges an Überraschungen parat. So, so, so. Au. 140, ja, ist okay. Boah, sind hier viele Stacheln überall. Stirb. Und ich darf das Ding hier nicht vergessen. Das hätte mir vielleicht eben ganz gut helfen können. Gut, 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 gut. Oh, Blaupause für Ritter... Brustplatte. Ritter ist das blaue Zeug, oder? Okay. Ist hier die Hölle? Nein. Hier ist ein Speicherpunkt, das heißt, hier ist der Wald. Genau. Oh. Aber wir wissen ja, Wald ist machbar. Auch wenn wir ihn eigentlich erst angehen sollten, wenn das andere weg ist. Also ein bisschen reinschnuppern kann ja nicht schaden. Oh. Oh, kaputt. Ah, du bist ja richtig einfach, deine Keule ist mal so weit weg. Oh, und da, wo die Keule runterfällt, da macht sie diese komischen Dinge. Ah, ist ja fies. Okay. Achso, die können wir kaputt hauen. Dich auch. So, runter. Ja, ein bisschen reinstöbern ist ja okay, aber wir sollten vorsichtig sein mit dem zu tief reinstöbern. Ich wollte gerade sagen, weil wenn wir in einen Raum kommen, wo mal ein paar mehr Gegner sind... Könnten wir echt ein Problem bekommen. Kopflose Höllenpferde. Wo
wofür diese Leuchtdinger da sind. Können wir aus dir trinken? Naja. Was ist an euch so besonders? Schmeißt auch mal einen Knochen. Hm. Oh. Ja, Schleime sind meine Freunde. Mit jedem toten Schleim kriegen wir nämlich Lebenspunkte und die spalten sich auf. Oh. Was zur Hölle war das da unten gerade? Oh, man kann mit dem Dash da doch nicht durch. So viel zu der Theorie. Also gibt es später vielleicht doch sowas wie ein Morph Ball von Super Metroid. Oder allgemein Metroid. Das oder irgendetwas ähnliches. Oh. Lebenspunkte nur noch. Die Ecke hier ist echt nicht schön. Gib mir ein Hühnchen. Oh. Dolche. Mhm. Ich würde aber viel lieber ein Hühnchen haben als Dolche. Oh, ein Boss. Eine silberne Brustplatte. Ich will trotzdem lieber Hühnchen haben. So, wenigstens ein paar Lebenspunkte mehr. Dann komm runter. Feigling. Feigling, Feigling. Hm. Okay, und Baumstümpfe reichen nicht als Untergrund. Komm schon, du willst auch runter. Oh. Fühle mich ein wenig bedrängt. Ja, nee, so nicht mit mir. Wir gehen einfach hier mal runter. Und sind in der Hölle. Hm, es gibt also eine Verbindung von der Hölle zum... Oh, das ist ganz schön stark. Es gibt eine Verbindung direkt von der Hölle zum Wald und umgekehrt. Das heißt... Könnten hier noch ein Boss. Wir hätten hier eine Abkürzung. Weil von dem ersten Bereich gibt es auch einen Weg direkt runter zur Hölle. Ah. Wow, richtig viel Gold. Aber mein Verdacht ist, der Wald ist das nächsthöhere Gebiet. Nach dem Einstiegsgebiet. Danach kommt Maya. Und danach kommt erst das hier. Ist gleich tot. Nach einer Breitsalbe. Haben wir irgendwo eine Möglichkeit? Oh. Lebenspunkte zu bekommen. Eintrag Nummer 3. Ich habe meine Gebühren bezahlt, um das Schloss selbst zu betreten. Der Teufel Charon hat alles genommen, was ich besitze. Er hat selbst meine Schatzkammer zu Hause geplündert. Ich habe meine Frau und Kinder mit nichts hinterlassen. Ich sag dir, wir spielen Arschloch. Also jedenfalls der Erste, den wir da gespielt haben. Oder der nach dem Ersten gekommen ist, den wir aber nicht spielen konnten. Er sagt, es ist der Preis dafür, in die Tiefen des Schlosses vorzudringen. Er sagt, es wäre fair. Mhm. Es ist fair, weil alle, die vorher eingetreten sind, nicht zurückgekommen sind. Aber ich werde das ändern. Also es ist fair, etwas zu betreten, wo auf jeden Fall alle sterben, die reinkommen. Dafür gilt... Naja, lassen wir das. Ich werde siegreich sein. Es gibt keinen größeren Schwertkämpfer als mich. Selbst bei meinen Geschwistern nicht. Ja. Ich hätte keine Lebenspunkte. Da unten hat schon mal 2 Keulen. Das ist nicht so toll. Wow, und da ist ein Zombie gewesen, der aus dem Boden kam. Schade. Sonja die Zweite. Hat genug Gegner getötet. Noch Geld nach Hause gebracht und das reicht mir. So, was haben wir da? Ein Paladin, der nicht zurückschubsbar ist und verrückt. Ein Zwergenflexibler. Ein Zwerg kann vielleicht durch diese kleinen Geheimritzen durch. Das probiere ich, glaube ich, mal aus. Und wir haben eine lesbische Magierin mit Vollbart. Ich nehme trotzdem den Zwerg. So. 1890. Ich glaube, ich gucke mir erstmal... Oh, ist der süß.
Guck mir trotzdem erstmal die Brustplatte an. So, was haben wir da? Die hier macht 7 mehr Rüstungsklasse, die hier macht 16 mehr Rüstungsklasse. Braucht allerdings auch noch 15 mehr Gewicht. Sonst irgendwas? Ja. 15 mehr Gewicht. Das können wir uns gar nicht leisten. Holen wir uns lieber erstmal mehr Lebenspunkte und mehr Angriffskraft, hm? Ja komm, Angriffskraft ist sehr wichtig. 600, haben wir noch 500 über. Und dafür holen wir uns mehr magischen Schaden. Das, wenn wir bei Bossen mal Zaubersprüche benutzen, das sind wir gleich mehr Umfarben. Das scheint schon Sinn zu machen. So, Charon, hier ist unser Gold. Ist da gerade im Hintergrund ein Typ lang geflogen? Also es sah so aus, als wenn er so ein Rad schlagen würde im Schattenhintergrund. Muss ich nächstes Mal drauf achten. So, du machst alles kaputt. Denn du bist klein, du hast Komplexe und Aggression. Die müssen ausgelebt werden. Und warum habe ich den jetzt nicht mit einem Schlag umgebracht, wie ich das normalerweise tue? Sehr komisch. Wir spielen Magier. Wir haben keine... Ja, wir spielen Magier. Ja, okay, das könnte erklären, warum wir nicht mit einem Schlag die umgebracht haben. Ja. So viel dazu, was wir mit diesem Leben Geld machen werden. Dem ist nicht so. Dieses Leben wird schnell vorbei sein. Auch wenn manche der Fähigkeiten echt schick sind. Ding, 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 ding. Ja, ja, ist klar. Oh. Und unten ist noch so eine Artillerie. So. Und wieder zurück. 60 Lebenspunkte haben wir nur. Übel, übel. Vielleicht, wenn wir Magier spielen, kein Blood Cave. Oh. ja. Sir Eric starb, weil er den Boden berührte. Also nein, natürlich die Kugeln drunter, aber es war trotzdem ein sehr komischer Tod. Nur mal kurz runter gucken und zack, tot. One hit. Na gut, einen noch. Oh, ein gigantischer Riese, der auf dem Kopf steht. Ein Magier oder ein Paladin, der nicht zurückgeschubst werden kann. Dann nehme ich doch den Paladin. Wir haben 80 Gold gemacht. Was echt nicht viel ist. Charon wundert sich auch. Wie jetzt? Es wird ja immer weniger, was ich kriege. So. Kaputt, kaputt, kaputt. Nee, will ich gar nicht lesen. So. Schieß. Wir sind jetzt schön vorsichtig. Ich würde gerne einmal die ganze Etage leer räumen. Also diesen Standardbereich hier. Danach gehen wir Risikos ein. Wow, wow, okay. Können wir irgendwie hier hoch? Nee, noch nicht. Okay, einfach durchspammen. Au, au, au. Ach du Güte. Das ist kein schöner Raum. Der hier war schon schön. Es waren mal eben gerade wieder 16 Lebenspunkte dazu. Und Blood Chestplate. Es ist wie eine Droge. Aber wir sollten die Finger davon lassen fürs Erste. Wir haben viel zu wenig Lebenspunkte. Wir haben gesehen, wir werden zu leicht one-hitted. So, Ritter Armschoner. Dafür werden wir wieder mehr Gewicht brauchen. Blutschwert. Viel zu viele Blutsachen. So, und da kommen wir jetzt nicht mehr rein, richtig? Richtig. Also, weiter. Vorsichtig das Level clearen. Ja, sehr schön. Vernichte alle Gegner, wir kommen nicht an die Gegner ran. Oh, das ist doch doof. Schade. So, dann zurück durch den Horrorraum. Beziehungsweise da drüber.
betest du für Unterstützung. Okay. Du hast Helios Blessing bekommen. Was macht Helios Blessing? Ich drücke Y. Das ist unser Schild. B ist unser ganz normaler Dolch. Hm. Muss eben eine passive Fertigkeit sein. Oh. Doofes Ding. So. Wee, wee. Kaputt. Also ja, ich denke, es wird irgendwelche Stats erhöhen oder Licht machen oder was auch immer. Ihr seid ganz schön viele. So, nichts riskieren. Lebenspunkte auffüllen. Gold einsacken. Weg. Ah, jo.